Werden wir unser Fluchtfahrzeug hinaufziehen können? Das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Gary Ferdinand. Gary Ferdinand, okay. Interessanter Name. Ja, Gary, dann, was tun wir jetzt dieses? Also, fahren wir nochmal Kran? Oder, was tun wir? Weil, also das haben wir versucht, dass da den Anker hochzuziehen, das klappt irgendwie nicht. Naja, nee, der schnappt ins Leere. Aber kann man irgendwie, weiß ich nicht, auf der anderen Seite haben wir es, glaube ich, noch nicht versucht, oder? Also, ich meine jetzt da, wo die andere Leiter ist. Hä? Huch? Ja, guck mal. Ja, aber hier waren wir schon mal. Ja, da waren wir schon mal, genau. Aber wir haben noch da nicht den Dings runtergelassen. Und da runter eigentlich? Ja, aber eigentlich müsste das, ne? Mhm. Aber nicht in die Dinger rein. Entweder zerkleinern die hier Korallen, oder es handelt sich um die größten, hässlichsten Lockenwickler, die ich je gesehen habe. Stimmt, das sieht so aus. Diese Dinger sind gefährlich. Ja, ich würde zu Staub zermalen. Auch so aus, ja. Ah, guck mal, Strandurlaub. Endlich mal. Endlich mal. Okay, aha. Ja gut, aber das muss ja logischerweise verlängert werden oder manipuliert werden. Ja, irgendwie dafür schon. Dafür ist das hier. Das ist kein tragbares Gerät. Das Ding sieht schwerer aus als mein letztes Schiff. Oh! Genau. Das möchte ich eigentlich nicht. Nee, ich glaube, das bringt auch nicht viel. Was ist denn das alles? Das Hämmerchen, die Sense? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Hm. Verständlich. Vielleicht brauchen wir das nochmal für andere Zwecke. Hämmerchen, Sense? Was ist das eigentlich? Mit ein bisschen farblosem Nagellack kann man die ganz schnell reparieren. Die Strumpfe vom Mädchen. Ah, stimmt. Aber dann, ich glaube, dafür brauchen wir ja die... Ja, von... Den Boba. Chipito von... Ja, ja. Vielleicht will der unser Hämmerchen haben. Das ist doch viel präziser als so ein alles Mal gucken, ob sein Ego das zulässt, dass er versteht, dass er so besser wäre. Wir hätten gerne den alles Krümler. Wir haben ein schweres Gerät dabei zum Tauschen. So. Also wieder nach unten. Rennend natürlich. Aber ja, das war doch schon mal ein Schritt nach vorne. Dann gucken wir mal. Ja, ich meine, so viele Locations hat das gar nicht. Nee, das stimmt wohl. Also, das ist ja nur eine kleine Insel. So, genau. Zeig ihm einfach mal das Hämmerchen. Vielleicht kann er damit was anfangen. Yo, Pedro! Hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Du musst das nur gut verkaufen. Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gerne ausprobieren. Vielleicht ist der ja viel besser. Also ich, guck mal. Du bist du. Piek, piek, piek. So, haben wir jetzt den Alleszertrümmerer? Wir haben das Ding! Was ist denn Alleszer? Alleszerkrümler, Entschuldigung. Ich mochte das ja auch. Die Strumpfhose? Der mochte unseren Bulli nicht. Aber. Sexy. Ah, er steht drauf. Wo hast du die denn? Aha. Ich trage sie schon die ganze Zeit. Du auch? Ist das gut? Das ist mega gut. Meine erste Sprechpistole. Oh! Nein. Hey, Munition ist schwer zu kriegen. Boah, der hat echt alles, was wir brauchen, ne? Richtig gut. Wir haben eine Waffe, um die Frau zu beeindrucken. Und wir haben den Alleszerkrümler. Da merkt man schon, dass sie so gerne so auf The Bad Boys steht, ne? Ja, irgendwie schon. Wenn wir keine Waffe haben, dann... Ja. Yeah. Gut, okay, also... Ja, dann machen wir uns direkt an den Kran. Ich denke immer, das bringt mich automatisch hoch. Nee. Du musst schon mitarbeiten. So geht das hier nicht.
nicht einfach hier. Ach so, wir haben übrigens, apropos Arbeit, wir haben hier so Malteser-Kekse. Ah. Hm. Heutiges Sponsor. Damit du wieder zu Kräften kommst. Ja, wir müssen ja auch hier uns für die Baustellen vorbereiten. Oh. Hm. Die sind so, die sind ein bisschen weich, weil es ist warm hier. Die sind so, sehen aus wie kleine Schokoschneemänner. Die schmelzen dir so in der Hand. Also ja. Ich merke, wie die so sich so verschieben. So. Lecker. Bisschen wie Twix ohne Karamell. Lecker. So. Da wir jetzt frisch gestärkt sind, ja, voller Schokolade. Können wir ja jetzt dann uns ans Werk machen. Das Ding sieht schwerer aus als mein letztes Schiff. Genau, das brauchen wir. Huch! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Perfekt, genau so. Ja, gut. Genau so habe ich mir. Hör auf damit! Warum sie den neuen Diesel-Meißel nicht geben. Ui. Ja, ich verstehe es auch. Wir haben ja irgendwie anders. Ja, hör auf. Sonst zerkrümelt er die ganze Insel noch. Aber wie? Ne? Was? Ja, ich habe gedacht, er vielleicht mit diesen Teilen oder so. Verlängern wir das mal? Nee, wir haben jetzt. Nee, der Kran ist jetzt erstmal. Also, ich weiß nicht, was jetzt mit dem ist, aber. Dann gucken wir einfach mal. Versuch mal einzusteigen, ob das überhaupt noch geht. Gott. Oh. What? Perfekt, alles. Wir zerstören hier echt gerade alles, ne? Oh Gott. Wo sind wir überhaupt? Ach da. Richtig gut. Aha, ach so. Ja, okay, okay. Das ist jetzt sehr lang. Ach so, ja, richtig gut. Weißt du, dann. Ja, dann lass sie runter, genau. Und dann muss das wahrscheinlich. Dann musst du den Hebel umlegen, dann geht das Fließband in die andere Richtung, ja. Nimmt die Kette mit und dann kommt die zum Anker. Und dann können wir das vielleicht am Anker befestigen und dann wieder mit dem Kran hochziehen. Ja. Das könnte doch klappen. Hey, denke ich hoch. Nein. Nein. Das macht er nie. Nein. Jetzt schon. Jetzt, wo du das nicht willst, macht er das. Das hat er noch nie gemacht. Ja. Sehr ich gut. Ich habe sogar vorhin gesagt, ich muss immer laufen. Mit ja. Mann. Stimmt damit denn nicht? Okay. Oder geh weiter nach. Möchte ich ja auch sehr gerne. Ach so. Meine Damen und Herren. Yay! Okay. Hebel umlegen, mal gucken, was passiert. Yay! Ja. Der Plan funktioniert.
Okay, richtig gut. Ja, und dann laufen wir da hin, ne? Oder wollen wir erst zu mir... Nein, nicht zurück! So, ja, klar. Nee, ich sag Lotis, das ist... Huch! Ah, nee, das ist ja auch so geworden. Ach so! Ja, gut, der soll sich richtig gut verknoten, ja. Hast du recht, das ist natürlich jetzt ganz gut. Und jetzt heben wir das? Ja, jetzt kann man dann... Ja, das ist natürlich gut. Ja, wollte ich von Anfang an. Ja, sicher, sicher. Ah. Ne. Jetzt will er wieder nicht, ne? Und dann ist es sehr schwer hier auszusteigen, weiß ich nicht, wieso er jetzt auch aus wir sehen kann. Ja. Aber ich sollte hoch. Ja, in den Kran und das hochziehen. In den Kran und das hochziehen? Ja. Ja, ja, klar. Das wollten wir ja die ganze Zeit eigentlich tun. Mir war nur nicht klar, dass das auf diese Weise passiert, aber das Spiel überrascht mich immer wieder. Oh. Insofern auch, ja. Vielleicht muss ich Glotti sagen. Ja, aber du kannst ja Glottis nur sagen, wenn... Gehe zu Miss Lisa. Ach so, ja, Glottis ist ja da. Er ist ja da. Ich meine, es ist nicht so, dass ich denke, dass das logisch ist. Ich denke auch oben, aber der läuft ja nicht ein. Nee. Na gut, dann gehen wir zu Glottis. Glottis, wie weit bist denn du? Das gibt's doch jetzt nicht. Der klettert einfach immer wieder hoch. Was geht denn mit denen? Vielleicht muss ich. Soll ich auch nicht dahin? Weiß ich nicht. Ja, das ist doch eigentlich schwachsinnig. Na gut, dann versucht man aber so jetzt, nach oben ja, zu kommen. Ja, genau. Ja, vielleicht was ja, das so. Geht's so. Gott, das ist ja wirklich hart, ja. Gut. Dann halt so. Hui! Also dieses Spiel ist manchmal... Ja, okay. Ja! Ja! Juhu! Voll gut. Ich kann nicht glauben, dass du es wieder flott gemacht hast. Das war noch der einfache Teil. Schwieriger wird's, das Korallenriff da draußen zu zerkrümmen. Ich hab ein riesiges Korallenriff zerkrümmen. So. Wie der Zufall so will, habe ich am Strand einige Dinge entdeckt, die dich interessieren könnten. Oh ja, damit wird's garantiert gehen. Gib mir eine Sekunde zum Nachdenken. Eine Sekunde, alles klar. Der Kuck. Also. Na dann. Der guckt sich das an und denkt nach. Ja, mach mal das fertig. Mhm. Zum Glück haben wir das hier auch versehentlich kaputt gemacht. Ja, natürlich. Pass auf. Eigentlich wollten wir das ja gar nicht, aber es dient einem höheren Zweck. So. Hui! So, und dann? Und dann haben wir ja eine Waffe für unsere Gangster-Mädchen. Genau. Nächste Baustelle quasi, um die wir uns jetzt kümmern. Easy. Ja. Ziemlich. Was macht er jetzt? Ach, was? Gut gemacht. Mm. Nun dann. Mädchen, glaube mir. Glaube mir. Du kannst mir vertrauen. Hier ist meine Waffe, die ich mühsam bekommen habe. Da. Ohne Munition nützt sie mir wirklich nicht viel. Ja, ihr geben oder nicht? Ohne Munition nützt sie mir wirklich nicht viel.
Was ist eine Beziehung schon ohne Vertrauen? Stimmt, eine Beziehung ohne Vertrauen ist so nutzlos wie eine Waffe ohne Munition. Du vergisst wohl, dass ein kluges Mädchen stets Ersatzmunition im Hut hat für raue Zeiten. Gehen wir. Ratchet, du weißt nicht was. Ich weiß genau, was ich tue. Beweg dich. Würdest du dir bitte erstmal meinen Fluchtplan anhören? Gibt es Unstimmigkeiten, Kinder? Du wirst uns sofort gehen lassen oder der Lakai ist erledigt. Ich lass dich ja ungern gehen, Manny, aber die Dame hier scheint fest entschlossen zu sein. Ich meine es ernst. Okay, er arbeitet eh nicht für mich. Aber dann erschieße ich dich. Tust du nicht. Du bist so lieb, weißt du noch? Bin ich nicht so lieb, bin ich nicht mehr. Du hast es mir abgewöhnt, indem du mich hier eingesperrt hast. Ich werde dich aus deinem billigen Jackett schlagen. Ich werde... Alles in Ordnung. Oh. Sie ist manchmal etwas hitzig. Aber für gewöhnlich beruhigt sie sich, wenn man sie über Nacht wegsperrt. Okay. Der ist so böse. Wo ist sie denn jetzt? Tja, weggesperrt über Nacht. Manny! Also. Ich verspreche dass ich niemals mehr mit einer Waffe bedrohe. Ach. Wenn ich nur nicht meinen Gewerkschaftsausweis beim Pokern verloren hätte. Ich werde langsam sauer. Oh weia. Stimmungsschwankungen, hä? Wenn ich nur nicht meinen Gewerkschaftsausweis beim Pokern verloren hätte. Lass mich raus. Ich bin's, Mädchen. Ja, das wissen wir doch. Irgendwer. Wie geht das denn mit? Ich werde langsam sauer. Vielleicht war die Kombination falsch. Ah, es gibt eine Kombination. Ah. Manny, wo bist du? Ich werde langsam sauer. Sag Krümeler. Ich möchte das Rad nicht kaputt machen. Lass mich raus. Okay. Hilfe! Ach so, das Rad nicht, aber die Tür. Ja, das bringe ich. Achso. Hab wohl eine Leitung getroffen. Bibi! Aber dafür habe ich das Innenleben freigelegt. Ist natürlich gut. Das kann man bestimmt manipulieren oder so. Ich kann sie nicht mit der Hand bewegen. Dazu brauche ich das Rad. Dann macht er mal. Okay. Und dann kann man gucken. So. Okay. Oh Mann. Okay. Super, mach ich das. Ach, du schaffst das schon. Hui! Ja, fast geschafft. Immer, wenn ich denke. Wahrscheinlich alle flach sein. Ja, genau, an der Seite. Willst du das an? Wie geht denn das? Rechts und links. Und ich glaube, wenn du eine komplette Runde in eine Richtung machst, dann macht die zweite mit und sowas alles. Okay. Ja, da würde wahrscheinlich nur die Oberste fehlen. Ach nee, das ist doch... Was ist das denn hier für ein Käse? Ich verstehe das hier nicht.
Der dreht sich nur eine halbe Runde. Ja, du musst mit so einer Drehung, yeah, glaube ich, also erst die ganz oberste irgendwie ein bisschen, glaube ich. Das ist wieder auf. Ich glaube, die dritte von die Zone. Hm. Die bewegt sich erst nach zwei Drehungen der zweiten. Ich glaube nach zweieinhalb sogar. Ah, okay. Ja. Ja, so annähernd, ne? Da muss man die vielleicht in eine Richtung drehen, dass die, bis sie gut stehen hier. Ja, das Doofe ist, der ganz oben. Ich check nicht, wie ich den drehen soll. Ne, so nicht. So nervig. Nee. Ich raff nicht, wie das gehen soll. Der ist so, so quasi, ich glaube, jetzt wäre der dritte vielleicht richtig. Ja, aber der dreht sich auch nur eine halbe Runde. Also. Hm. Dann macht den erst den Overster zuerst. Ja, der ist ja jetzt so, wie er eigentlich fast soll. Ah, okay. Eigentlich so fast, ne? Ja, Moment. So. Ja, geht das? Ja, und jetzt müssen wir das mit den... Jetzt müssen wir das... Wie? Und jetzt mit der Karte müssen wir die... Wir haben doch keine Karte mehr. Dann nimm die Sense. Okay. Die haben wir ja bei Pokern verloren. Ja, hat er gesagt. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ah! Oh, ich hasse dieses Geräusch. Aber passt das jetzt? Weiß ich nicht. Oder versuch mal den Griff links. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die richtig sind dann. Oh. Vielleicht war die Kombination falsch. Mhm. Fuck. Ja, ich glaube, vom Prinzip ist das... Ich kann sie nicht mit der Hand bewegen. Dazu brauche ich das Rad. Ja. Ja. Ich glaube, vom Prinzip muss man das genauso machen. Vielleicht war die Kombination falsch. Ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, was er guckt. Ja, grandios, ey. Ist gut, ja. Ja. Könnte sein. Könnte sein.
Ich hasse dieses Geräusch. Nee, ich glaube nicht. Da sind... Ich kann sie nicht mit der Rad bewegen. Ja, nimm das Rad, bitte. Ja, okay, kann sein, dass... Sind vielleicht ein paar Pixel wieder falsch, ne? So, dann fange ich einfach nochmal an. Das wird jetzt komisch wirken, aber ich glaube, das ist nicht so schwer. Jetzt ist der Oberste richtig, würde ich hoffen. Könnte sein. Ah, ja. So? Vielleicht. Genau, der untere, ja. Vielleicht der untere noch ein ganz kleines bisschen. Super. Ja, aber... So. Okay, und jetzt, wie du sagst, die Tür hier. Ne? Ja. Easy. Ja. Nee, ist klar. Also gut, Mädchen. Du kannst jetzt rauskommen. Weißt du, dann mach ich lieber tausendmal so Rätsel wie bei Dracula Origin als so ein Fummelkram, ne? Boah, Dracula. Dracula Junge, der alles zerkrümler und ich haben es der Tür aber kräftig gegeben. Mhm. Mädchen, wo bist du? Sieht aus wie die Korallenerntebereiche der letzten 100 Jahre. Hochinteressant. So etwas hätte ich in einem versteckten Safe nicht erwartet. Tja. Huch. Das ist dann wohl der große Bruder von Steinmann. Ja. Nimmst du mit? Mann, waren die Leute früher groß. Klopf. Mädchen, bist du da drin? Es ist Zeit rauszukommen, Liebes. Keine Zeit zum Versteckspielen. Vielleicht da in die Mitte? Das sieht so verdächtig aus da. Esa cosa ist schwer. Super. Wo ist sie denn jetzt? Weiß ich nicht. Eine Art Metallkontakt. Metallkontakt. Das habe ich bereits von der anderen Seite gemacht. Ja, viele. Ja, viele Optionen haben wir nicht. Ja. Huch. Ha. Perfekt. Gut gemacht. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Muss ich so machen und dann? Soll ich das so machen? Weiß ich nicht. Was macht er sonst damit? Oh, Raoul. Hä? Es tut mir so leid. Raoul ist der Kellner, den wir eingesperrt hatten. Ach ja. Ja. Ja, wahrscheinlich macht er das hier, damit es an den Strom kommt. Aber wo ist sie? Ja, weiß ich auch nicht. Wo die sich hin verdrückt hat. Ich meine. Ah! Manny, ich wusste, dass du. Warum ist die Tür geschlossen? Es war die einzige Möglichkeit, der Wind. Ah ja, aber ich meine. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Aber vielleicht muss man das blockieren? Ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal hinterher. Hey, das ist mein Zimmer. Geh und verbrauch die Luft in deinem eigenen Zimmer. Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Dann das. Ja. Da komme ich nicht dran. Da ist links in Erzweier oder so. Bing.
Immer voll cool, ne? Ja. Die Kirchenglocke. Hä? Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich der Raum füllt. Dann lassen wir uns mit dem Wasser raustreiben. Und dann? Also, ich bin irgendwie... Ja, man hat Zeit zum Regen. Ich nicht. Wir schwimmen nicht oben, schon vergessen. So. Was ist in den Koffer? Sieh hinein. Es sind alle Dokumente, die Hector und Dom die letzten Jahre über gestohlen haben. Jedes einzelne von einer guten Seele gestohlen, bloß um hier herumzuliegen. Das ist es. Was? Sie liegen herum. Das ist es, was hier nicht stimmt. Als ich noch ein Bombenverkäufer war, habe ich andauernd Doppel-N-Tickets gesehen. Und sie waren sehr zappelig. Was soll das heißen, zappelig? Sie werden in der Nähe menschlicher Seelen zappelig und fliegen auf ihre Besitzer zu. Mhm. Doch diese Karten und die in Charlies Koffer sind anders. So, als wären sie... Fälscht? Tot? Wieso sollten Hector und Don Koffer was mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Ja, okay. Achso, das war schon. Das war eine rhetorische Frage. Ich möchte mir ja, nicht pack das weg. Ruinieren. Mann. Danke. Okay. Tja, ne? Hey, wo ging? Diese selbstgebaute Sprinkleranlage sieht aus, als würde sie jeden Moment auseinanderfallen. Oder kann... Nee, also die Koffer kann man nicht irgendwie da drunter stapeln oder so? Wieso sollten Hector und Dom Koffer mit gefälschten Doppel-N-Tickets horten? Wieso sollten Hector und Dom... Mädchen, was machen wir jetzt? Danke, dass du mich nicht erspritzt hast. Hör mal, es tut mir leid. Ich hätte dir trauen sollen. Es ist nur so, die letzten 2 Jahre waren doch ziemlich hart. Wir beenden die Gespräche immer sehr. Ja, sehr abrupt. Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist durch die Lüftung. Ach so, vielleicht nimmst du das Ding und zerstörst damit ein bisschen mehr. Aber gut, den muss man da natürlich auch erstmal... Du meine Güte. Ich kann bis dahin kommen. Ja. Oh Gott. Huch! Okay, damit kann man auch Fliesen zertrümmern, scheinbar. Das ist jetzt sehr random. Wir würden sowieso nicht durch das Loch passen. Gehen wir. Ich hab das jetzt auch nicht. Aber ja, klar, der war so schwer, dass die Fliese zerbrochen ist und das Loch freigelegt hat. Ach, wie süß, dich zu sehen. Ist das Boot einsatzbereit? Ja, komm mit, geben wir dem Riff Zunder. Gottes. Meister der Ingenieurskunst. Als hättest du das gemacht. Ne? Oh, jetzt ein Jahr später. Ah, nee. Krieg das gar nicht mit. Was? Wie? Wie romantisch. Du willst mit mir zurück und versuchen, deinen alten Job wiederzubekommen? Nein, ich werde dich und die anderen hier bis zum Ziel eurer Reise begleiten. Aber wenn du mich nicht mehr brauchst, um deinen Job zurückzubekommen, warum hast du mich dann die ganze Zeit gesucht? Mädchen, ich... Jetzt wird's romantisch. Ich musste dich einfach finden. Huch! Der Kraken. Ah, das gehört ihm. Da gebe ich dir einen Job, Manny. Und du verdirbst natürlich sofort alles. Arme Krake. Oh. Wie du dir sicher bereits denken kannst, wird sich das negativ auf deine Personalakte auswirken. Ich zittere. Ah. Oh, Kampf. Das sieht doch ein bisschen aus wie James Bond, finde ich. Was ja, irgendwie schon, ja. Oh, müssen wir jetzt gegen Domino kämpfen? Oder gegen die Krake?
Das und vieles mehr erfahren wir in den nächsten Folgen.